Willkommen zu Frequent Traveler TV. Ich nehme heute mit den AirPods auf, ein bisschen anderer Klang. Ich weiß auch nicht, irgendwie sind die anderen am Spacken. Da werde ich noch mal gucken, ob ich das bis nachher hinkriege, weil nachher haben wir eine Live-Schalte, hätte ich fast gesagt, zum Golfplatz von Mario. Mario und ich werden heute noch mal auf den Wochenrückblick im Rückspiegel eingehen. Gibt genug Themen und die frisch gepressten Themen in der heutigen Folge sind natürlich Lufthansa, UFO, Streik, muss man sagen. Delta Airlines Flug gegroundet, weil es die falsche Sicherheitskarte im Flugzeug gab. Wir haben dann Boeing, die haben das DOJ, das Department of Justice, also quasi das Justizministerium am Sack wegen der 737 MAX. Und wir haben noch das Thema Venetian Las Vegas. Da hat ein Skorpion, also ein Tier, was in der Wüste lebt, einem in den, ja, Testicle heißt es im Englischen, gestochen. Und wir haben Sicherheitslandung in Hamburg wegen Kaffee von Lufthansa. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren, die Kanalmitgliedschaft, wenn ihr die Beiträge früher sehen wollt und die geballte Ladung haben wollt, wie heute drei Sendungen innerhalb von 2 Stunden. Ist das nicht der Hammer? Also, lasst uns mit der ersten frisch gepressten Sache starten. Und zwar, das ist die UFO. Die UFO ruft zu einem Streik auf der Kabinenbesatzung bei Lufthansa. Und das ist natürlich, wenn es nicht lustig wäre, traurig. Traurig deshalb, weil Bodenpersonal streikt. Dann haben wir Sicherheitskräfte. Bei der Austrian ist so ein bisschen Unruhe. Bei der Brussels ist Unruhe. Bei der ganzen Lufthansa ist irgendwie, also Gruppe muss man ja sagen, so ein bisschen was im Argen. Und die UFO hat halt eine Urabstimmung gehabt. Die Urabstimmung hatte ich auch noch mal gesagt, das Ergebnis. Aber jetzt ist es wirklich so, dass es auch einen Streik gibt, schneller als erwartet. 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa, Lufthansa Cityline wollen am 12. und am 13.3., also übermorgen, am Dienstag und am Mittwoch streiken. Da muss man mal gepflegt kotzen und sagen, das ist doch Banane. Von 4 Uhr bis 23 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und Mittwoch alle Abflüge von München. So ist es ganz genau. Und der UFO betonte, dass der Konzern am Donnerstag erst einen seiner besten Ergebnisse überhaupt in der Geschichte des Unternehmens bekannt gegeben hat. Und da möchte das Personal seinen Kuchen dann haben. Und 15 Verhandlungsrunden gab es ohne ein Ergebnis. Also da ist man jetzt wesentlich weiter als die anderen. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, ja, okay, da muss man ein bisschen mehr Verständnis für haben. Voraussichtlich sind 100.000 Passagiere wieder betroffen. Das ist so die Zahl, die Lufthansa mal sagt. Und der Kollege Niggemann, wo ist er? Niggemann, was hast du gesagt? Und zwar, Michael Niggemann betonte, es liege sehr ein sehr gutes Angebot bislang auf dem Tisch. Aber wenn es 15 Verhandlungsrunden gibt, ist das vielleicht dann, ich weiß es nicht, ihr könnt ja sagen. Und zwar ist es so, dass man eine Laufzeit bei der Lufthansa anbietet von 24 Monaten, 6% mehr Gehalt zum August 2024 sowie 3,25% zum August 2025. Und jetzt flauschig, zudem soll im April 2025 eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro gezahlt werden. Die Cityline soll bei einer Laufzeit von 30 Monaten 5% mehr bekommen im März 2024, dann 3% mehr zum März 2025, 2,5% im Januar 2026. Die Forderung von der UFO dagegen sieht etwas anders aus. Natürlich, die sagen, dass man 15% mehr Gehalt haben möchte bei einer Laufzeit von 18 Monaten und 3.000 Euro sowie höhere Zulagen. Und ja, man hat halt das alles als unzureichend, was bis jetzt gegeben worden ist, abgelehnt. Ihr könnt ja dazu schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt und ob ihr der Meinung seid, das ist unzureichend. Ja, 15% ist schon ein hartes Brett. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Bei 19.000 Leuten könnt ihr ausrechnen, wie viele Millionen das sind. Wenn wir bei Boeing hinschauen, da muss man ja auch sich die Frage stellen, wie viele Millionen sind das, die man bei Boeing gespart hat, die dann am Ende aber kein Sparen waren, sondern, ja, ich glaube, zu einem der größten Super-GAUs einer Firma geführt haben. Denn das Vertrauen in Boeing-Flugzeuge ist ja tendenziell bei minus null.
Und das liegt einfach daran, weil man sein Spiel nicht zusammenkriegt und damit halt wirklich dann auch sein Team nicht zusammen spielen lässt. Und das ist das, was das Justice Department oder DOJ, Department of Justice, wie es in den USA heißt, auch festgestellt hat. Und deshalb ermitteln sie gegen Boeing. Und zwar ist es so, dass in einer solchen Situation ist es normal. Und Ermittler hätten halt Kontakt zu Passagieren aufgenommen, zu Piloten und auch Flugbegleiter gefragt. Also das heißt, da wird das komplette Programm abgezogen und es geht sich natürlich um den Alaska-Zwischenfall, die da natürlich für Unruhe sorgen. Und dadurch, dass das ein paar Tage vor dem Ablauf gewesen ist, wo man eh unter Bewährungsauflagen war, ist natürlich doof und dumm gelaufen. Also da muss man sagen, bei Boeing ein Problem. Und die NTSB hegt auch da Bedenken, ganz einfach deshalb, weil das Problem bei einer Assistenzsoftware lag Boeing rum als Teil des Vergleichs ein, dass frühere Mitarbeiter der FAA nicht korrekt über das Ausmaß der benötigten Pilotentrainings informiert worden sind. Ja, also das heißt, da wurde aktiv verschwiegen. Und da ist natürlich dann richtig klar, dass da was passieren muss. Und man muss dann auch einfach mal gucken, was. Also dieses Mindset, das dahinter steckt. Und da müssen halt viele Firmen wirklich darauf aufpassen, dass sie ihr Kerngeschäft, was sie können, Flugzeug bauen bei Boeing, bei McDonald's wäre es Burger machen, ich weiß, wir können darüber streiten, wo ich auch lange nicht mehr bei McDonald's war. Und die sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Dass man kann halt nicht alles machen. Und so eine eierlegende Wollmilchsau ist dann halt nicht schön. Und Boeing hat halt sich mehr darauf konzentriert, den Shareholder Value zu maximieren, hat versucht outzusourcen, hat Teile, die eigentlich zu Boeing gehört haben, in eine andere Firma gepackt. Die hatten dann das Problem, dass sie da Profite daraus machen mussten, haben dann natürlich Löcher nicht gebohrt und andere Dinge. Und auch bei Boeing selber waren natürlich einige Sachen im Argen. Gott sei Dank ist bei dem Vorfall von Alaska nichts passiert, aber natürlich bei dem indonesischen Vorfall und auch bei Äthiopien sind leider viele Menschen verstorben und das muss sich Boeing wirklich anrechnen lassen. Auch hier könnt ihr nochmal natürlich kommentieren und sagen, was ihr davon haltet. Um 7:24 haben wir ein Thema Kaffeemaschine und zwar der Kaffeemaschine, die bei Lufthansa zu einer Sicherheitslandung geführt hat. Ich will nicht sagen Notlandung. Und zwar ist es so, der Flug LH118, ihr wisst, Göteborg ist das von Frankfurt aus angebunden. Die sind in Hamburg gelandet, weil dort die Kaffeemaschine gequalmt hat und die Cockpit-Crew hat halt wirklich mit dem A319 und die Regierung und die Registrierung Delta Alpha India Lima Delta dann eingeführt und dann hat man natürlich geguckt, was das Problem war und es war eine Kaffeemaschine. Ihr kennt alle die Kaffeemaschine im Flugzeug, diesen Pott und der hat dafür Sorgen, Ängste und Nöte gesorgt und Techniker haben halt einfach geguckt und haben gesagt, ja, war Kaffeemaschine, die Passagiere sind dann verspätet angekommen mit der A320 und zwar war das die Delta Alpha India Zulu Mike, die dann quasi den Rescue durchgeführt hat. Daran sieht man also auch, dass die Kaffeemaschinen ein Problem durchaus darstellen können. War auch die richtige Entscheidung, die Bude in Hamburg runterzubringen, zumal man da eine eigene Technik auch hat. Da muss man halt wirklich gucken. Etwas, was wirklich sicherheitsrelevant ist, und viele haben das nicht auf Kette, wenn sie dort die Sicherheitskarten klauen. Ihr kennt diese Pappkarten, diese Lustigdinger, die da vorne in der Sitztasche sind oder in der Seitentasche, in der First- und Business Class irgendwo. Und wenn das nicht da ist, dann darfst du nicht fliegen. Deshalb, wenn ihr die Dinger klaut, das ist nicht gut. Fragt die Crew, ob ihr eine haben dürft. Die gibt euch welche, die haben überzählige da. Aber jetzt ist bei Delta etwas passiert, was relativ spannend war. Und zwar ein Pilot von einer anderen Fluggesellschaft, 10737 Safety Cars gefunden, aber das Flugzeug war keine 737. Und war für die 737-800, also war keine Max, ne? Es war nämlich eine Boeing 757 und Kapitän war pissed, weil er hat, ja, die haben keine Ersatzkarten gehabt, also durften sie nicht fliegen und damit war der Flug dann gestrichen. Und dass ein anderer Kapitän das von einer Fluggesellschaft festgestellt hat, ist natürlich ein Problem.
Und damit ist es halt wirklich so, dass die 757 dann mit der 737-Karten nicht betrieben werden darf, weil hast du keine Karte fürs richtige Modell, hast du natürlich auch da ein Problem. Man muss jetzt auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Notausgänge in der 767 etwas anders sind als in der 737. Und 10 von diesen Karten waren nicht korrekt. Und Gott sei Dank ist das auch in Atlanta passiert. Das heißt, man konnte sie dann austauschen. Denn jetzt kommt das Zitat. Die FAR Part 12571B, das ist die englische von der FAA. Und das ist so, dass Fluggesellschaften, die unter dem Chapter 221 fliegen müssen, Safety Briefing oder Sicherheitskarten haben, die Karten müssen die Nutzung des Sicherheitsgurtes, die Notausgänge, Life Vests, also die Schwimmwesten, die Sauerstoffmasken und die auf dem Flur, also auf Flur sage ich schon, auf dem Boden Floor, die Lichter, die dort angebracht sind oder die Leitstreifen, bei Lufthansa sind das ja so reflektierende Streifen, müssen erklärt werden. Und damit ist es halt sichergestellt, dass die Passagiere diese kritischen Informationen bekommen. Klingt für den einen oder anderen im ersten Moment komisch, aber es ist halt etwas, was so eine Regelung ist und damit ist das wichtig, dass es da ist. Und da es halt die falschen waren, müssten sie ausgetauscht werden. Jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre in der Outstation passiert, irgendwo, wo die Karten nicht sind, dann wäre das Flugzeug nicht mehr geflogen. In Atlanta konntest du einfach mal in ein Regal gehen, holen, weil, wenn ihr es nicht wisst, Atlanta ist natürlich auch ein Hub deshalb. Aber natürlich kann man sagen, hey, warum ist das nicht digital? Warum kann man das nicht auf dem In-Flight Entertainment sehen oder irgendwas? Und natürlich ist es auch so, die Antwort, es ist nicht auf dem In-Flight Entertainment, wenn das ausfällt, dann hast du die Karte nicht. Das ist das Problem. Und du musst halt die Karte haben, physikalisch in der Hand. Ja, sonst geht das nicht. Und ich bin natürlich auch interessant und auch auf dem eigenen Handy hast du auch keinen Zugang zu, im Zweifelsfall oder im Stress oder wie auch immer, ne? Ja, da muss man sagen, alles klar, alles easy, alles peasy. Und ich finde es halt spannend, dass das so passiert ist. Deshalb erwähne ich das auch, damit ihr da einfach mal so einen Hinweis nochmal kriegt, weil wenn ich das immer so sehe im Forum, ja, ich habe die und die Karte mitgenommen, das ist klauen und hat halt Konsequenzen, wenn es keine neuen Karten gibt und vor allem 10 falsche. Ist im ersten Moment lustig, aber im zweiten Moment natürlich auch doof. Konnte hier aber gefixt werden. Wir haben jetzt 12:48 und ich mache jetzt ein bisschen Spannung, weil ich werde den Kollegen einfach mal zeigen. Und zwar ist das ein Report aus der Loyalty Lobby. Die haben diesen Freund der gepflegten Gastlichkeit, ja, auf einem ihrer Bilder, weil der Kollege hier, da ist das Bild her, da seht ihr es, den in die Klöten quasi gestochen hat. Und man muss natürlich sagen, so wie er da liegt, sieht er schon relativ tot aus. Aber das ist passiert im Venetian und ich sage das deshalb, weil ich ja euch noch den Deal von EHG gesagt habe, dass beim Venetian, ja, da gab es, beim Venetian gab es Angebote. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann das passieren, dass das beim Venetian hochgegangen ist ins Zimmer? Das war eine Suite. Warum hat er den in die Klöten gebissen? Und das ist passiert beim letzten Winterurlaub. Ein Skorpion ist ein Wüstentier. Ich weiß das aus Abu Dhabi. Da haben wir auch diese Viecher gehabt. Das ist nicht angenehm und ist nicht schön. Und man muss natürlich auch sagen, das Gefühl ist ja schon in Las Vegas schon auch ohne Skorpione scheiße, wenn man permanent beim Spielen dort massakriert wird. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das wie ein Skorpionstich. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, dass das auch ein Fall ist, der echt ist und nicht, dass das jetzt irgendwo so etwas ist, was jemand irgendwo gemacht hat, um da auf sich aufmerksam zu machen. Also da nochmal ganz klipp und klar von euch, für euch der Hinweis. Es gibt ja auch viele, die haben diese Wanzen, die im Bett sind, anscheinend dann auch selber mitgebracht.
Ich hoffe, dass das kein Case ist. Und die Warnung für alle, die in der Wüste sich nicht auskennen, Skorpione gibt es dort. Danke, dass ihr die heutige Folge geschaut habt. Ist eine kurze Folge, aber ihr habt drei Episoden heute von mir, mit mir und natürlich dann mit Mario nachher wieder. Und für alle Fetischisten vom Intro, es wird dann das Intro geben und ich werde es wahrscheinlich auf 2 Minuten verlängern. Jo. Auf 2 Minuten. Also, ich freue mich, dass ihr nachher dann wieder dabei seid um 19 Uhr deutscher Zeit, Frequent Traveler TV, heute am Sonntag. Denkt trotzdem dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und natürlich auch eine Kanalmitgliedschaft, Business Class und höher. Und ihr wisst es ja, bei jeder Sendung gibt es trotzdem immer noch den Abspann, damit ihr ein bisschen dreamy sein könnt über den Wolken. Also, danke euch, bis dann. Ciao, ciao.